ich habe jetzt im ersten Arbeitsgang mit dieser dickflüssigen Druckfarbe sozusagen die Leinwand entjungfert. Das ist ja immer der schwierigste erste Schritt. Und jetzt werde ich mit einer Farbe, die sich eigentlich mit dem Untergrund überhaupt nicht verträgt, die zweite Lage draufsetzen. Und zwar sehr dick mit wasserlöslicher weißer Farbe. Und hier kann ich schon beeinflussen, wie später welche Schlieren und wie dick die Struktur wird. Und das muss ich jetzt so ein bisschen kontrollieren. Wobei aber der Zufall natürlich eine Riesenrolle spielt. So. Das wäre dann erstmal, bleibt sich selber überlassen, zum Trocknen. Diese Geschichte muss nun mindestens eine Woche trocknen, bevor man weiterarbeiten kann. Ich werde nun mit lasierenden, sehr leuchtenden Farben hier eine weitere Schicht legen. Ich beginne mal mit Gelb. Hierbei spielt der Zufall nicht mehr unbedingt die Hauptrolle, weil hier kann ich schon sehr gut kontrollieren, wie die Farbgebung letztendlich sein wird. Ich probiere hier schöne weiche Übergänge zu schaffen. So, jetzt kommt eigentlich die entscheidende Phase. Jetzt werde ich nur spezielle Stellen stehen lassen, den Rest übermalen und eine Form rausarbeiten. Aber um das zu tun, braucht es gelegentlich sehr viel Zeit. Das heißt, ich habe mich sehr lange jetzt mit dieser Leinwand beschäftigt, bevor ich überhaupt sehen konnte, wie ich das haben will und wie es weitergeht. Und jetzt geht's weiter. Ich gehe mit einem sehr weichen Pinsel, sehr zart vor, weil ich das nämlich auch nicht total zumalen möchte. Spezielle Stellen sollen einfach stehen bleiben. Und wenn sich später herausstellt, dass das zu viel oder zu wenig ist, dann kann man beliebig das noch verändern, sowohl hinzufügen als auch entfernen wieder.